Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Cari fratelli e sorelle nel Signore, oggi celebriamo la festa di San Cayetano, che nel 1523, insieme a Gian Pietro Caraffa, il futuro Papa Paolo IV, fondò l'ordine dei Chierici Regolari, poi noto anche come Teatini. I suoi membri dovevano vivere nella ferma fiducia in Dio e confidare che i fedeli venissero spontaneamente in aiuto alla comunità, all'ordine. Era quindi proibito domandare l'elemosina. Durante il cosiddetto sacco di Roma nel 1527, fuggirono da Roma a Venezia, dove lavorarono in modo altruista e benefico durante un'epidemia di peste nell'anno 1528. Cayetan fondò un altro ramo a Napoli e vi morì il 7 agosto 1547. La ferma fiducia in Dio. Gesù disse a sua Faustina: la sfiducia delle anime mi strazia le viscere. Ancora di più mi addolora la sfiducia delle anime elette. Nonostante il mio amore inesauribile, non hanno fiducia in me. Oppure, a un altro punto del suo diario, scrive, qua Gesù parla, quanto dolorosamente mi ferisce la diffidenza verso la mia bontà. I peccati di sfiducia sono quelli che mi feriscono nella maniera più dolorosa. A questo corrispondono le parole di Gesù stesso, quando ha detto che il peccato consiste nel non credere in Lui. A volte le persone pensano di non avere peccati. Così facendo, dimenticano le tante situazioni della loro vita quotidiana in cui hanno mancato di fiducia e di fede, in cui hanno vissuto senza Dio. Vivono senza Dio e per questo vogliono fare tutto loro stesso e non chiedono a Dio: che cosa vuoi tu? Io mi affido in te. Che San Cayetan sia il nostro intercessore affinché crescano la fede e la fiducia nella mirabile provvidenza di Dio. Liebe Geschwister im Herrn, heute feiern wir das Fest des heiligen Cayetan, der im Jahre 1523 zusammen mit Gian Pietro Caraffa, dem späteren Papst Paul dem IV., den Orden der regulierten Kleriker, die später auch Theatiner genannt wurden, gegründet hat. Übrigens vom Papst Paul dem IV. Stammt dieses Dokument, dass jemand, der ein Heretiker ist, nicht Papst werden kann. Dieses Dokument stammt von ihm und soweit ich Bescheid weiß, war Bergoglio bereits Heretiker vor dieser falschen Wahl im Jahre 2013. Die Mitglieder dieses Ordens sollten im festen Vertrauen zu Gott leben und darauf vertrauen, dass die Gläubigen von sich aus ihrer Gemeinschaft helfen würden. Deshalb war ihnen verboten zu betteln. Die Gläubigen werden von sich aus
spüren, was sie brauchen. Beim sogenannten Sacco di Rom im Jahre 1527 flohen sie von Rom nach Venedig, wo sie während einer Pestepidemie im Jahre 1528 selbstlos und segensreich wirkte. Cajetan gründete eine weitere Niederlassung in Neapel, wo er am 7. August 1547 starb. Jesus sagte zu Schwester Faustina, das Misstrauen der Seelen zerreißt mein Inneres. Mehr noch tut mir das Misstrauen einer auserwählten Seele weh. Trotz meiner unerschöpflichen Liebe trauen sie mir nicht. Wie schmerzhaft werde ich durch Zweifel an meiner Güte verwundet. Am schmerzlichsten verletzen mich Sünden des Misstrauens. Soweit Jesus zu Schwester Faustina. Dementsprechend auch die Worte Jesus selber, wenn er sagte, dass die Sünde darin besteht, dass sie nicht an mich glauben. Er sagt dies im Zusammenhang, wo er spricht von Sünde, von Gericht und von Gerechtigkeit. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Die Menschen meinen manchmal, keine Sünden zu haben. Dabei vergessen sie die vielen Situationen in ihrem täglichen Leben, wo sie es an Vertrauen und Glauben mangeln haben lassen, wo sie ohne Gott gelebt haben. Möge der heilige Cajetan unser Fürsprecher sein, damit der Glaube und das Vertrauen in Gottes wunderbare Vorsehung wachse. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.